Ja, hallo, liebe Flugzeugbauer. Es soll weitergehen mit unserem künstlichen Horizont. Wir haben beim letzten Video ja uns die Grundlagen gelegt. Das heißt, wir haben ein Instrument gebaut. Wo ist es? Da ist es. Ein Instrument, an dem wir einen künstlichen Horizont angelegt haben. Und heute wollen wir mal die restlichen Elemente reinbauen. Dazu müssen wir jetzt noch ein paar Sachen machen. Und zwar schauen wir noch mal kurz in unser Beispiel rein. Wir müssen noch unsere ganzen Nummern hier reinhängen. Das werden wir jetzt durchführen. Und danach noch die beiden Zeiger, die Neigungswinkel bzw. den Nickwinkel anzeigen. Gut, fangen wir mal mit unseren einzelnen Bildchen an, also diesen Zeilennummern. Dazu machen wir Folgendes. Wir loopen mal durch unsere Horizon Tiles. This. Wo sind wir? Horizon Tiles. Genau. So. Das waren entsprechend die Bildchen hier. Und die müssen wir jetzt festhängen. Die hängen wir jetzt an, direkt an unseren Horizon Node ran. Also, this Horizon Tiles von Y. Gucken wir nochmal ganz kurz. Horizon Tiles, also hier haben wir sie erzeugt. Das ist unser Picture Array. Horizon Tiles von Y ist gleich New Picture. Und zwar, das waren diese Bildnamen von Y. Halt, da war ich jetzt daneben. Wir brauchen noch. Die waren es noch nicht, die Files, das machen wir gleich. So, plus Y, das war ja der Bildname, die Referenz. Horizon Tiles von Y und jetzt Set Image, Asset Manager und jetzt hängen wir dieses Ding hier an. Wo waren wir? Diese File Names. Wo sind wir? Hier sind wir von Y und wir wollen es tatsächlich enabled haben, das Ding erstmal. Gut, als nächstes halt müssen wir noch sagen, wo das ist. In Textures Horizon. Da haben wir die Bilder versteckt. Dann Horizon Tiles von Y Set Width. Da haben wir jetzt hier Tile Width gesetzt. Das haben wir ja im letzten Video berechnet, diesen Wert. Und die Höhe. So, jetzt wird's spannend. Und zwar, wir müssen das Zeug jetzt positionieren. Und zwar mit Local Translation. So, x ist im Prinzip lediglich minus Tile Width durch 2. Das heißt, wir verschieben den jetzt, gehen wir hier nochmal kurz drauf. Also wir wollen ihn auf diesen Mittelpunkt setzen, das ist unser Referenzpunkt. Und wenn wir unsere Tiles jetzt x-mäßig positionieren, dann müssen wir genau in die Richtung um die halbe Breite gehen. Genau das haben wir hier. So, jetzt gehen wir mal auf die Höhe. Und zwar gehen wir einfach mal nochmal auf das Bildchen hier. Hier sind wir.
Und zwar, wir müssen im Prinzip, wir brauchen die Gesamthöhe geteilt durch 2. Das heißt, damit wir auf den referenzunteren Punkt kommen. Und dann können wir, das ist ja y gleich 0, y1, 2, 3 und so weiter und so fort, die Höhe mit y multiplizieren und die halbe Höhe abziehen, damit wir wieder in die Mitte kommen. Da bauen wir uns mal fix eine kleine Variable. Float half size ist gleich. Und jetzt sagen wir Teilheit mal Anzahl unserer Einzelbilder geteilt durch 2 und dann ziehen wir noch den mittleren Teilheit ab. Wir sind ja ungerade. Das heißt, wir, hoppla, hier gehen wir die Gesamtanzahl geteilt durch 2. Dann landen wir irgendwo hier minus einen kompletten Teil. So, also wir sagen y mal Teilheit. Dann ziehen wir unser Half Size ab und ziehen noch die Höhe des aktuellen Bildes ab. Also Teilheit und na, Set Height, Teilheit. So. Gut, dann müssen wir natürlich das an die Horizon Node dranhängen. Horizon Node, Attach Child, this Horizon Tiles von Y. Gut. Dann schauen wir mal, ob das alles auch so funktioniert hat, wie wir uns das vorstellen. So, und da sind unsere einzelnen Teilelemente. Gut, schauen oben und unten noch raus, aber um das werden wir uns noch später kümmern müssen. Gut, was fehlt uns noch? Jetzt fehlt uns noch der Neigungswinkel, also der Rollwinkel eigentlich. Da brauchen wir noch eine kleine Node. Das an das andere Namen. Genau. Private Node. Und das nennen wir Horizon Roll Rotation Point ist gleich Null. So, den brauchen wir jetzt noch. New Node. Und den Kerl packen wir jetzt in die Mitte. Also, so, set local translation. Dann sagen wir Instrument Center POS X und this. Na? Instrument Center POS Y und Z wie immer auf 0. So, das soll jetzt der Rotationspunkt sein. Den hängen wir noch schnell dran. This Horizon Node Attach Child. So, das wird jetzt der Punkt sein, an den wir unseren Zeiger dann dranhängen. Also, da machen wir jetzt this. Hoppla. Attach Child. So, create relative center. Und das Ding ist unter. Na, jetzt mag er nicht mehr. Jetzt er muss. Fangen wir mal an. Roll Angle.
Da sind wir, Roll Angle. Den klauen wir uns einfach hier raus. Und das ist unser Ryzen Roll Angle heißt der nur. Roll Angle. So, schauen wir mal. Ist nicht da. Ja klar, wir dürfen den. Na, wo ist es? Das Instrument. Das ist hier falsch. Der muss natürlich zuerst gemacht werden, bevor wir die Zeiger drüber legen. Das war das. Und hier darf natürlich nicht der sein, sondern Central Instrument Node. Jetzt muss er aber da sein, sonst werde ich sauer. Spannend. Ah, da ist der Zeiger. Sehr gut. Das ist der, der nach oben zeigt im oberen Drittel. Gut. Dann, was brauchen wir jetzt noch? Jetzt braucht man noch den Zeiger für den Pitch Angle. Den brauche ich jetzt tatsächlich als eigenes Picture, weil den müssen wir ja dann verschieben. Picture, das nennen wir jetzt Horizon Pitch Angle. So. Ist gleich this create instrument absolute. Und das Ding heißt Pitch Angle, da haben wir. Hoppla. Und den klauen wir uns wieder hier. Pitch Angle. So, und den müssen wir natürlich noch attachen. This Central Instrument Node. Attach Child, this Horizon Pitch Angle. So, jetzt müsste dann ein kleiner roter Pfeil auch noch da sein. Und da ist er und ziemlich genau in der Mitte. Okay, jetzt müssen wir uns darum kümmern, dass sich unsere Zeiger auch bewegen. Dazu müssen wir jetzt erstmal Folgendes machen. Wir gehen mal an unser Plain Basic Control. Hier haben wir ein paar Vektoren. Das sind die X, Y und Z-Achsen. Die machen wir jetzt mal public. Wie gesagt, aus Performance-Gründen verzichten wir hier mal auf Getter und Setter. Wir sind hier unter uns. Und können jetzt eine Methode schreiben, die unsere Horizon-Elemente bewegt. Also private void move Horizon. So, also wir haben jetzt die Plain Basic Control, genau, die Werte gesetzt und jetzt können wir darauf zugreifen. Also Plain Basic Control, da müssen wir glaube ich einen Import machen. Jupp. Das haben wir jetzt auch schon öfter mal gemacht. Class und jetzt können wir hier Punkt. Beispielsweise uns Plane Axis machen. Und für beispielsweise unseren Pitch brauchen wir tatsächlich diesen Wert. Den holen wir uns jetzt mal in eine Variable rein. Machen wir hier. Private float Plane Pitch ist gleich 0f. Das Plane Pitch ist gleich Punkt Y. Also Z-Achse ist ja die Längsachse unseres Flugzeugs und den Pitch
Pitch-Wert, den holen wir uns jetzt hier einfach als Skalarenwert. Ist jetzt keine wirkliche Winkelinformation, aber für unseren Zeiger soll das mal reichen. Dann brauchen wir jetzt noch einen Vektor. Private Vektor 3f. Den nennen wir Horizon Up. Das ist sozusagen der nach oben zeigende Vektor unseres Flugzeugs. Vektor 3f. Den initialisieren wir mit 0f. So. Na? Import hast du wohl. Jetzt. So. Diesen Vektor, das wird unsere Referenz für unseren künstlichen Horizont sein. X ist gleich, jetzt holen wir uns Basic Control, halt, machen wir den Kram, klauen wir uns den nochmal. So. Und zwar von unserer X-Achse, das ist sozusagen das, was unser Flügel ausmacht, dann unser Y-Wert, das holen wir uns von dem Y. Das heißt, wir schauen uns an, wir spannen sozusagen eine Ebene auf, die Höhe von unseres Flügels von der Ebene, also gegenüber der Erde sozusagen, und unseres nach oben zeigenden Vektors von der Erde. So, diese beiden Y-Werte stellen unseren Horizont dar. Man kann sich das so vorstellen, dass wenn wir unser Flugzeug beispielsweise nach links oder rechts kippen, dann ändert sich exakt dieser Wert. Allerdings, was wir noch tun müssen, wir müssen hier einen negativen Wert davor setzen, weil sonst geht unser Horizont in genau die entgegengesetzte Richtung. Das werden wir nachher dann noch schnell sehen. Und dann werden wir noch den normalisieren, dass er die Länge 1 hat. So. Jetzt haben wir eine Geschichte noch, und zwar this horizon node rotate up to this horizon up. So, und bevor wir uns das anschauen, brauchen wir natürlich einen Aufruf. So. Dann gucken wir mal. Na, mag er nicht. So, jetzt. Und wie wir sehen, funktioniert das Ganze tatsächlich auch schon. Er dreht sich so, wie er soll. Und zwar wirklich exakt in Höhe unseres Horizonts. Er wackelt noch ein bisschen, aber das werden wir nachher mit der Berechnungszeit noch in den Griff kriegen. Das liegt an dieser Funktion Rotate Up To. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, wie ich den ruhig kriege. Ich vermute mal, das ist eine nicht ganz saubere Umsetzung in der JMonkey Engine, aber nochmal, ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, das ist kein Problem, das werden wir über die Update-Funktionalität einigermaßen in den Griff kriegen. Also was haben wir gemacht? Wir haben hier einen Vektor erstellt, der unseren Horizont darstellt. Den haben wir jetzt normalisiert auf die Länge 1, damit wir diesen Rotate Up To überhaupt nutzen können. Und was der jetzt macht, ist lediglich, er rotiert unsere Node, wo wir unseren kompletten Horizont dranhängen haben, auf genau diesen einzelnen
diesen einzelnen Vektor. So, jetzt klauen wir uns mal wieder was aus unserem Altimeter Control, Control Update. Genau den Code klauen wir uns jetzt raus. Wir sind ja von Natur aus erstmal faul. Und hier kommt er jetzt rein. Also, das heißt, wir haben jetzt einfach unsere Pausenfunktionalität umgesetzt, um nicht in der gleichen Frequenz unseren Horizont berechnen zu lassen wie unseren kompletten Scene Graph. So, und da sehen wir, das ist jetzt schon einigermaßen ruhiger. Es gibt eine kleine Verzögerung, aber ich glaube, damit können wir leben. So, ja, das gefällt doch schon mal. Was passiert, wenn wir einmal rumdrehen? Funktioniert alles einwandfrei. Gut. Jetzt mach mal, bevor ich das Video beende, noch eine Geschichte. Und zwar für alle weiteren Funktionalitäten macht es Sinn zu wissen, wo unser Horizont gerade ist, in welchen Quadranten. Das brauchen wir später für diverse trigonometrische Funktionen. Und deswegen machen wir jetzt Folgendes. Wir schaffen ein paar Konstanten. Private static final int. Ab ist gleich 0. Hoppla. Ja, was auch immer. Und jetzt machen wir im Prinzip unsere, legen wir unsere vier Quadranten fest. Right, down und left. So. Und dann werden wir uns eine kleine Hilfsvariable bauen. Die nennen wir private int up. Points to. Und genau dieses Ding werden wir jetzt den Pitch habe ich noch vergessen. Das machen wir gleich im Anschluss und dann beende ich das Video. Wo sind wir? Hier sind wir. Und zwar if this risen up y ist größer als minus 0,7, das ist ca. 45 Grad, und this horizon up Punkt y ist kleiner als 0,7. So, das ist jetzt die Frage, ob wir im 45 Grad Winkel uns befinden. Und if this horizon up Punkt x ist kleiner 0, wenn dem so ist, dann sind wir offensichtlich links. Ansonsten right. Wenn dem nicht so ist, else if this horizon up Punkt x, nee, y ist kleiner, hoppla, ist kleiner 0, dann ist das so, dass wir offensichtlich unten sind, else, na, ab. So. Das heißt, wir gucken jetzt, ob wir irgendwo im 45 Grad Winkelbereich sind und x ist kleiner 0. Das heißt, kleiner 0 bedeutet, wir befinden uns auf der linken Seite. Das heißt, left, wenn wir größer 0 sind, müssten wir logischerweise auf der rechten Seite sein. Wenn wir nicht in diesem Winkelbereich sind, also wenn wir nicht uns über 45 Grad bewegt haben,
Dann ist es so, dass wir offensichtlich up oder down sind. Je nachdem, welchen Wert wir in Y haben. So, dann müssen wir die Klammer noch richtig setzen. Und dann haben wir noch den Plane Pitch, den brauchen wir auch noch. Ne, den haben wir ja. Den haben wir ja gemacht. Das passt schon. So. Gut. Wir werden uns jetzt im nächsten Video, das wird jetzt wahrscheinlich die etwas kompliziertere Kiste sein, werden wir uns jetzt um die Bewegung der Zeiger kümmern. Basiert auf den Informationen, die wir jetzt hier haben, also wie unser Vektor steht, in welchem Quadrant des Vektors wir gerade sind, ja, also ob wir jetzt, schauen wir mal, so. Ob wir jetzt uns in dem oberen Bereich befinden oder über die 45 Grad. Jetzt wären wir im linken Bereich. Machen wir es nochmal so. Jetzt wieder im oberen, im rechten Bereich. Jetzt sind wir im unteren Bereich. Der linke Bereich. Und wieder der obere Bereich. So, basierend darauf müssen wir jetzt unsere Logik aufbauen, an welcher Stelle wir jetzt Werte abziehen müssen, wo wir hinschieben müssen, etc. Und das werden wir jetzt basierend darauf dann durchführen. Das aber, wie gesagt, im nächsten Video, weil da müssen wir ein bisschen langsamer vorgehen, sonst kennt sich da kein Mensch mehr aus. Mich inbegriffen. Das ist eine Sache, da habe ich relativ lange rumgedoktert, bis ich das wirklich hingekriegt habe. Aber es läuft und das heißt, ich kann euch jetzt auch erklären, wie es funktioniert. Und das Ganze aber, wie gesagt, im nächsten Video. Und bis dahin, wie immer, viel Spaß beim Nachbauen.